Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout de London. Es regnet natürlich mal wieder. Und wir reisen jetzt erstmal zur Pinder Station. Also los geht's. Oh nein, Füchse! Ich sag ja, die Gegner respawnen irgendwie. Ja. Ach, rein da. Habe ich gespeichert? Ich speichere nochmal. Wäre dann so oft als zu wenig. Ja. Aber ich glaube, in den Gebäuden selber, die respawnen nicht, oder? Sonst müssen wir uns ja jetzt nochmal durchkämpfen. That one was another by Seth Benzos. Doch, anscheinend hat hier alles resettet. Gib mir auch respawned. Das auf jeden Fall. Keine Ahnung, warum das zurückgesetzt wurde. Nö. Jetzt haben wir die Texte hier auch auf Deutsch. Kann sein, deswegen. Leitbild für Greenwich. Unsere Mission in Greenwich Binder ist es, als wachsame Einrichtung zu fungieren, die sich in der Überwachung und Wahrnehmung der Interessen unserer Nation in Konfliktzeiten widmet. Durch fortschrittliche Technologie und strategische Koordination sind wir bestrebt, kritische Bereiche ständig im Auge zu behalten und die Sicherheit unseres Heimatlandes zu gewährleisten. Unser Engagement für Exzellenz treibt uns dazu, die höchsten Standards an Professionalität, Integrität und Sorgfalt aufrechtzuerhalten. Gemeinsam stehen wir als Wächter da und sind unserer Pflicht und Schutz und zur Verteidigung standhaft. Ich hoffe, dass diese Nachricht sie gut findet. Ich schreibe Ihnen um ein dringendes Problem bezüglich der Nutzung von Speicherplätzen in unserem System, der Militärregierung anzusprechen. Wie wir alle wissen, ist eine effiziente Verwaltung digitaler Ressourcen von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Betrieblichkeit, Effektivität, der betrieblichen Effektivität und die Gewährleistung eines reibungslosen Arbeitsablaufs. In unserer Organisation unnötig und nicht wesentliche Daten. Dazu gehören redundante E-Mails, große Dateianhänge und andere Daten, die nicht direkt zu unserem Missionsziel beitragen. Es ist zwingend erforderlich, dass wir strenge Richtlinien bezüglich der Datenspeicherung und Nutzung einhalten, insbesondere angesichts der Sensibilität unserer Daten arbeiten. Übermäßiges Datengewirr beeinträchtigt nicht nur die Systemleistung, sondern birgt auch Sicherheitsrisiken und erhöht die Komplexität des Datenabrufs, wenn dies dringend erforderlich ist. Ich fordere alle Benutzer auf, bei der Speicherung von Daten auf unserem System Diskretion und Verantwortung beizulassen. Bitte priorisieren Sie wichtige Dateien im Zusammenhang mit laufenden Projekten, offiziellen Mitteilungen und wichtigen Informationen, die für unsere Mission relevant sind. Darüber hinaus empfehle ich die Durchführung regelmäßiger Datenbereinigungsinitiativen und die Sensibilisierung der Benutzer für Best Practices für die Effizienz der Datenspeicherung. Auch die Zusammenarbeit mit unserer IT-Abteilung zur Festlegung klarer Richtlinien und automatisierter Tools für die Speicherplatzverwaltung kann sich für lange Sicht als vorteilhaft erweisen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, eine schlanke und organisierte digitale Umgebung aufrechtzuerhalten, die unsere betrieblichen Ziele effektiv unterstützt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Leider ich ein Längengrad-Wahnsinn. Ich glaube, wir sind darauf etwas gestoßen. Vielleicht sollen wir Dr. Swallow und Dr. Radish dazu bringen, eine Forschungsarbeit über die psychologischen Auswirkungen der Stationierung auf Nullgrad Länge zu schreiben. Auch der Titel ihres Themas, Leide ich an Längengrad-Wahnsinn, sagen Sie so etwas nicht, sonst enden Sie noch wie diese Quacksalber. Spoiler-Alarm. Das ist nicht gut für die geistige Gesundheit. Jo. Das hatten wir auch schon. Den hat man auch schon mitgenommen. Irgendwie hat sich das resettet. Ja. Zeig mal.
kann. Aber nicht alles. Das können wir nicht mitnehmen, aber das und das. That is 100% one of my bloody faves. Louis Armstrong's telephone by freshly squeezed. Oh, weißer Tenor. You're on the mend, and this radio station is brassic. If you fancy topping up my coffers, head over to me and Acme. Till then, here's me shilling for the corpos. Reminder from the Tommy, the financial district of London is still dangerous. Octop, nee. Und Flaschenkürbis. Ja, geil. Eigentlich bin ich nur aus einem Grund hier. Zwar hier reinzukommen. Leeres Blutgeld nehme ich mit. A-Klammer nehme ich auch mit. Zahnpasta. Die Dinge. Zickerkragenfleisch. Ey, pack mich nicht an, wie viel Rüstung haben wir jetzt eigentlich mit dabei, ne? 63, 61, 10 gegen Strahlung, ja, ist in Ordnung. Ja, genau, Kühmiden und sowas, Filmband. Geigerzähler, Glühlampe. Das ist nur Plastik. Da ist noch ein schönes Zahnrad. Das Ding nehme ich auch mit. Da ist nichts drin. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, eine Babyrasse. Mit Bajonett, der Pistole. Wow. Können wir jetzt sogar ein bisschen mehr tragen. Eines Tages brauchen wir es bestimmt. Nebelbahn. Na, schauen wir jetzt nicht unbedingt, aber TNT. Das hatten wir schon. Vorschlag haben wir morgen jetzt nicht so. Leeres Kühlmittel. Aber jetzt. Ja, noch ein bisschen weiter. Und offen. Cutty Sark Tresorschlüssel. Beyond the Sea by Glenn Holland, everybody. Uhu. Scarborough Fair, up next. Hope you enjoy. Nein. Wie wäre das? Wo ist es denn? Buhu. Sieht so aus, als wärst du doch kein Verlierer. Hier, neben den Schlüsseln zum Cutty Sark, dort wird ein Safe mit etwas Besonderem auf ihn warten. Der Cutty Sark ist das Ding in der. Ja, dann ab nach Cutty Sark, ja. Gehen wir dem Geheimnis jemand hinterher. Was da noch was drin? Eine Karte, Postbotenmütze, nein. Schwarz aus. Schon. Und raus mit uns. Baller da rum, ne? Cutty Sark ist hier vorne. Aber hier kommen wir nicht lang, ne? Ja. Also gebrauchen. Rückenwaage. Und drei Federn. 110 können wir noch mitnehmen. Da waren wir. Hmm.
Dinnergabe. Und Whiskyglas, ja. Wo soll ich rein? Tür ist closed. I'm glad I knocked off that dust. That was Scarborough Fair by Camilla's Choice. Das ist auch wieder Jack Pass, ne? Ja. Here's your favorite by Pet the Coyote, Duck Cover. These times are frightening, they could make a person. Jetzt bleibt immer stehen. Oh. Red Maya, she's in the SJ. Und Apfel und Telefon. Bitte schieß nicht auf mich. Bei Spitz. Ach, wir nehmen die Knarre. Shit, man. Er muss gerade nachladen. Aber wir kriegen neue Leadboards. Blankkugeln. Er hat ein Kampfgewehr, genau. Warum hast du ein Kampfgewehr? Oh, ich bekämpfe das rechte Bein. Komm ich da einen hoch zu dem Typen? Ne? Wie ist der denn da hochgekommen? Ne? Oh, ich kann fliegen. Kurze Runde am inneren Retter jetzt and if you do, we'll do it too, just to sing along. Ja, das habe ich jetzt so gemacht, weil man das sonst nicht hinkommt. Und ich hätte gerne die Munition von ihm. Wir haben ihn ja rechtmäßig erschossen. Mehr oder weniger. Ach, da steht einer. Mist. Schade. Giffon. Danger, danger. I want it. Ich weiß noch beim ersten Mal, wie wir hier verzweifelt versucht haben, an Bord des Schiffes zu kommen. I'll meet you, kiss the coral breakers. Shake a leg. We need eyes on the landlubber. Let the wind up, ya. The game is done. I've won. I've yep. won. Nur einer? Hab ich gerne, boah, der Mitte. Sie hat irgendwie nicht so resettet. Werte, mehr, mehr. Schreibmaschine, kurzvolle Pistole. Na toll.
Hoffentlich Geld. Ach, wir haben ja genug Hackler, ne? Sagt er doch an Bord, ne? Gib diesen Schlüssel, dort wird ein Safe mit etwas Besonderem auf dich haben. Zum Cutty Shark. Cutty Shark Tresor Schlüssel. Auch der Kalischai. Ja, das kommt man aber nicht rein, oder? Da ist also ein Schöpfer-Dinge, ne? Der ist jetzt Steuer. Wir gucken uns unten noch mal eben um. Sicher, sicher, sicher. Ah, safe. Ja, safe ist sicher. Super. Safe hätte man jetzt nicht übersetzen müssen. Naja, die haben wahrscheinlich einmal die kompletten Texte durch ChatGPT gekloppt und fertig, ja. Thanks, Ikatongo. London Eye really gives us a 005 Classic. Once a lullaby for kids, now a lullaby for grown-ups. Here's London Bridge. Eine Schalt-Rockendock. Warum? Wo du? The London Bridge was falling down. Dann geh wieder mal rein, kann ja echt sein, dass wir den Tresor schon ausgeräumt haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie eben ein Tresor war, der nur mit einem Schlüssel aufgeht. Ist er denn noch irgendwie? Ach da. Ja, hier ist irgendwie ganz merkwürdig. Impact, Dreispitz. Der Typ ist hier vorne irgendwo drunter geklatscht. Was kriegt man denn dafür eigentlich? 40. Boss, Pepper Spray, Kaminfeger. Hm. Kann der was? Nö. Dann du hier. Silbergarne. Der Typ hier. Erdefleisch. Hm.
Oh, die Illuminaten sind am Start. Ah, das ist auch ein... Ja. Oh, 5 Simpex, wow. Und eine Futterkerze. Wir können das eigentlich mal komplett verkaufen, was runde Futterzeug. Ja. Und right away, Kampfbruststück. Kampf gegen den linken Arm. Ist gar nicht mal so schlecht, ne? Da sind noch ein paar Säcke. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und Stevie Packy. So, Ausstellbilder ran. Gratis Kork. Kann man immer mal gut gebrauchen, ne? Hier waren, glaube ich, nur die Toiletten, ne? Irgendwas Interessantes war. It's all about your war. Ja. Entschuldigung, wegen der Wand. Nichts Interessantes. Hier unten kam man ja noch in den anderen Laden rein. Da kommt nicht rum. Hitze immer gut. Und rein da. Naja, 5 Grad Stimpacks überhin, wa? Kann man mal mitnehmen. Obwohl ich bisher echt wenig verbraucht habe, muss ich sagen. Weil es gibt so viel zu futtern hier. Kann man sich besser damit halten, ne? Auch wenn man ein bisschen verstrahlt wird, diese dumme Lampe hier. Er schließt denn so ein erste Hilfe-Set ab, ne? Oh, ein Blutpaket, ja, nice. Fällt mich nicht so. Sind wir auch wieder am Start, aber sieht ja gar nichts. Sieh. Singing Train to Merseyside. Ja, Patrone. Contact. All hands to battle station. What? High and dry here, light where he longed to be. Oh, Mr. Sailor. Oh, five and dimes on what? See, do you have spots? What's so then? Müssen wir uns hier nochmal durchkämpfen? Bastards.
Und er ist auch down. Rosa Waffeln. Ein bisschen können wir noch. Dann Hose, vor Kriegsgeld. Was haben wir anders? Probier. Denn hier. Dein. Ach, du bist ein Stahl. Die restlichen sind, glaube ich, oben. Und oder waren die. Are you? This one's tasty. Find a view. Boys, cold and dead. Ja, nein. Was hast du denn? Drei Kugeln. Das ist ein neuer Boss. Empfehlung, Kristall. 10 Kilo können wir noch. We need eyes on the land lover. Auf einem kurzen Ei. Sink. All decked out, are you? Ja, jetzt ist sowieso vorbei. Stirb einfach. Ja, sonst nichts hier. Oh, doch, die weißen Teller. Der Rest ist wahrscheinlich hier oben. Stimmt, hier waren ja die dummen Gugeln. Ne? Meisterliche Tür. Zahnbürste. Ah, hat auch zwei Antiseptikum. Was ist das denn? Dann was hinter? This next one is another Seth Bentos Classic. Ist in Ordnung. Wenn wir eine Gude sind. Nehmen wir den Flower Power Stab hier. Da müssen wir gleich einmal eben echt zum Base zurück. Irgendwann. Hey. Fußball, die hat Gummi oder was? Oh, Haklammer, nice. Schaltpatron. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur das Ding da wegstecken.
Ach, Bocho, du verrückter Affe. Oh, kleine Mannequin. Ohne Kopf. Oh. Nein. Jetzt habe ich das Fleisch so gegessen. Ne? Irgendwas. Gewehr. Kampfflinte ist nicht so viel wert. Chiron-Pistole. Splittergranaten, Zielgewehr. Benzinkanister. Korb, Plastik. Zinken ist halt Stahl und. Thanks, Chef Benzos. Thanks indeed for that song. Leder, Rusko, defekte Rekorde. Und nukleares Material hat das Ding. Fußball Gummi. RGC hat auch nukleares Material. Sounds pretty good if you ask me. Fair warning, the chap who asked for this advert looked like an hooligan. So be warned. Ich will aber nicht loswerden. Reminds me of the good old days. Here's another Apollo TV classic. Some talk of Alexander and some of Hercules. Zeig mir den Mund, wo du einer ist. Ehrlich. Kugel. Oh, nee. Noch ein Fußball. Dann weiß ich jetzt wenigstens, wo wir Gummi herkriegen, Leute. Gummi! Wir brauchen mehr Gummi. So, dann gehen wir jetzt einmal zurück zur Base. Und werden dann was Zeug los. Und es regnet wieder. Aber dann haben wir das Geheimnis um die Pinder Station und die Cutty Shark gelöst. Es waren nur 5 Stimpacks. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ja, kann ich auch hier gucken, ne? 71, wow. Dann geht's ab nach Hause. 4 Leute, 52%. Geht ja so langsam. Ist ja super. Und wir landen direkt hier. Ja, moin Leute. Hallo, woher sieht ihr? Go ahead. Gib mir das mal. Mit dem Ohren noch Rotzi. Jetzt kann er rein. Das. Eine Sepp-Pistole haben wir. Oh, der Rest kommt. Da rein. Das, was wir behalten wollen. Stellt das Ding mal weg, danke. Kämpfe das rechte Bein, Bleistift linkes Ohr. Kampfbruststück, was macht unsers denn? Bruststück 15-19. Und gegen den linken Arm. Wir brauchen eigentlich linkes Bein, rechtes Bein, ne? Gegen den linken Arm. Äh.
Ne, ich will dann nur mal gucken, was wir hier rausholen können aus dem Kampfbruststück. Wenn das jetzt schon so krasse Werte hat. Leichte Rüstung. Material verstärkt. Hat eine Polymerkampfrüstung. Geht alles mit Stufe 2. Leichtbau mit Taschen. Asbest gefüttert. Ist das so viel besser? Wahrscheinlich nicht, ne? I mean, there's not a lot of Oak and Glory out there these days. Maybe this trek by a Paula Taffy might pick everyone up. Dann 15, 19, 17, 17. Bleiben dabei. Sieht viel cooler aus. Außerdem steht der Police drauf. Mit dem schicken Anzug und dem Monocle. Wie richtig fancy, ne? Ding auch weg. So, können wir noch was kochen? Dann haben wir noch eins. Lecker Fuchssteak. Lecker gegrillte. Mein Steak hier. Was wollen wir denn loswerden? Blueberries, Blue Paket, das Ding, mit Flaschenkürbis, Fieberblüten, Innenpilze, das Zeug. Lecker Kürbis hier. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Hier Ribeye Steaks haben wir. Wow. Also Blut. Das kann weg. Oder Stahl, selbe Tu. Okay. Brauchen wir denn ein Gin mit irgendwas? Gin-Cocktail. Was wollte der andere Typ hier haben, ne? Ja. Jo. Was sagt die Uhrzeit? Ja. Kampfflinte. Das können wir machen. Zurück zum Chor. Kalter Fall. Das ist da drüben. St. George. Fireball Shadwell. Genau. Wir müssen da noch in den Meisterraum reingucken. Und hier war noch was anderes. Das ist der Mitrianum. Vielleicht können wir was bei der Londoner Brücke noch machen. Eigentlich wollte ich hier unten weitermachen, ne? Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt noch das Zeug hier beim Market. Ja, lohnt sich ja wegen ein bisschen. Hier ein paar Pistolen und so, Kampfgewehre, Kampfflinte. Die Mollys, die Dinger sind auch immer ganz wertvoll. Vor allem die Minen. Und wir könnten eigentlich Ressourcen und sonstiges. Genau, ein Dicker und Futtertrog oder ein Brahim Futtertrog. Dickhorn machen wir auch noch hier hin. Die Korne bleiben normalerweise in der Nähe. Und Bruder Thron. Ah.
reden. Warum wollte ich das? Essen 17. Ey, wir brauchen nicht hier so viele. Gut. Jetzt ist 88, müsste das nicht 92 sein. Hier was kaputt gegangen hier. So, ab was denn sehen wir? Und dann verkaufen wir Atmung und ein bisschen Chrom. Strahlung müssen wir uns ja jetzt nicht unbedingt befreien lassen. Right. We have a limited. Ja, egal. Nein, das nicht. Das. Oh, kommt müssen wir zusammen, ne? Tropenhelm. Ja. Ja, ganz schön viele Fusionskerne, der Typ hier. Wenn ich mal Fusionskerne brauche, dann soll ich mich scheuen, ne? Sagen, holen wir mal 30. So, dann haben wir auch ein bisschen Munition. Für das Ding. Eine Sache will ich jetzt wissen. Gehen wir weg. Nein, habe ich nicht. Ja, wie funktioniert das nur so halb? Halbe Kugel, Vollkugel, Stripper Clip. Nothing like a swim in our Thames to make you feel alive. Holz, Leder. Platz keine. Härte, Dschungelkarabiner, Schallgelenk. Kurz, super kurz, dann auf. Ja. So geht das mit dem Stripper-Clip nicht. It's the Thames calling to us. Witzige Voraussetzung. Ready by Sid. Hopefully the ferryman will get us a mittenlurk keg soon. They're delicious. Jetzt kann ich das nicht mehr ändern. Okay. NBC. Look at this stuff. Isn't it neat? Die Ahnung. Naja, will mal kurz am Internet gucken, ob es dafür irgendwie einen Reparaturmod gibt oder so. Wenn, dann will ich das schon mit Stripper Clip machen. Und ich glaube, ich nehme den Bullet Count mit rein. Jo Leute, die Folge ist vorbei. Gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und ein riesen Dankeschön geht raus an meine monatlichen Kanalunterstützer Gerd Lorenei, Sascha Teves, Ist halt so, Nageltermin, Hate und Du und Stefan Freunde. Riesen Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.